Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Das ist ein sehr guter Weg, die neue Folge zu beginnen. Ja, ist ja gut jetzt. Ich will sie öffnen. Hier kann man auf jeden Fall hochklettern. Hier ist sonst was. I can feel it. Nein. Und sonst nichts. Das ist natürlich toll. Hier oben ist ein Schalter. Das sind Gegner. Ich sehe nichts auf der Steintafel. Irgendeine Idee, was wir tun sollen? Drücken. Passiert nichts. Merkwürdig, ob es kaputt ist oder haben wir einen Teil des Mechanismus übersehen. Der Gegner hier macht mir Sorgen. Der Licht hält ihn zurück. Da ist irgendwas mit dieser Tür. Ich schätze mal, da kommen wir nicht rein. Oh. Oh. Scheint sich nicht zu öffnen. Das muss eine besondere Tür sein. Kann man hier hoch? Nein. Was bitten wir denn mal? Komm, ich kann den Käfer zu sehen. Gut, dass ihr Platz hatten. Einfach mal gucken, was hat der denn überhaupt? Okay. Ich bin gerade im Terrorklaue. Also, ich bin hier echt überfragt. Kann man das hier vielleicht... Ah, kann man... Da oben ist vielleicht runter. Das Brett. Ja, doch. Oh, was ist denn hier oben los? Hier ist auch eine Steintafel. Der ist aber nichts Lesbares eingraviert. Den ziemlich nutzlos, das ist ein Joker. Ah, sie leuchtet. Das Gerät, das die Gemälde steuert, scheint ganz ähnlich zu reagieren. Ja, aber was ist passiert? Jetzt steht da BO1010. Das könnte eine Art Hinweis. Wir sollten uns umsehen, vielleicht hat sich etwas verändert. Was zum... Die Verbindung mit den Steinen treibt das Ding also an. Eine ziemlich beeindruckende Vorrichtung. Wir sollten sie genau untersuchen. Anders als bei den vorherigen gibt es hier keine Steuertafel. Die Farbe des Hologramms ist auch anders. Das hier ist blau. Es könnte ein Hinweis daraus sein, was wir tun müssen. Blau, das kommt mir bekannt vor. Warum kommt sie jetzt bekannt vor?
Hier können wir was einstellen. Aber hat das irgendwas mit der Zahlenkombination zu tun? Vermutlich, ja. Nur, für was steht halt 0 und für was steht halt 1? Ah, warte hier. B01010. Das heißt, es müssen da insgesamt 5 Kugeln sein, neben der blauen. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, Moment. B01010, das heißt weiß, blau, weiß ich nicht, vielleicht so, vielleicht funktioniert das so, ich weiß es nicht. Das Programm scheint aus dem Tag zu kommen, sollen wir uns die Entscheidung genauer ansehen? Das ist vielleicht blau. Nee. Ah nee, es ist ganz einfach, es ist ganz anders. Moment. Wenn wir das mit dem Code was zusammenhängen, ja genau, dann müssen wir das hier ausschalten, weil 0, also nix. Hier wieder nichts. Und dann wieder nichts. Und jetzt vielleicht die Taste drücken. Das war richtig, oder? Was soll plötzlich diese dramatische Reaktion? Hey, seht mal. Rollen die riesigen Felsen über den Korridor hinunter? Das hört sich gar nicht gut. Das hört ja gar nicht auf. Ist das so gewollt? Was wir tun? Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich nur noch etwas anderes tun. Dann drücken wir sie nochmal. Nur schlimmer gemacht. Joker, tu was. Nochmal. Aber war das richtig? Hat es aufgehört? Warum sehen wir nicht mal im Korridor mit den riesigen Felsbrocken nach? Das hat jetzt nicht ernsthaft funktioniert, oder? Also das ist einfach, also das... Muss ich verarschen? Die Felsen stecken fest. Wir kommen hier also nicht raus. Auf dem Weg kommen wir nicht wieder raus. Wir müssen einen anderen Weg... Ja, ich weiß auch, ich kenne auch schon einen anderen Weg. Ja. No, oh mein Gott. Verdammt, was für ein Mist. Es ist kaputt, oder sollte ich besser sagen, wir haben es kaputt gemacht. So kommen wir nicht durch, was machen wir denn jetzt? Vielleicht können wir über die Felsbrocken laufen. Danke, Makoto. Du bist wirklich das Gehirn der Gruppe. Na, super. Ja, ganz toll, genau da lang. Dem Gang da oben. Das ist aufgeschlossen. Moment mal. Oh, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was? Ah doch, komm. Der Raum ist nämlich jetzt aufgeschlossen da oben. Glaube ich jetzt mal. Aber dann kann ich nicht hoch. Hier ist auch eine Steintafel. Sie aktiviert sie bestimmt auch. Wenn wir sie berühren, was müsste tun? Drücken wir drauf. Sie ist angegangen, wie wir gedacht haben. Dieses Mal ist eine rote Inschrift. Da steht R01100 und B10011. Wenn der Code dem vorherigen ähnelt, ist das sicher auch ein Hinweis für die Tasten. Ich dachte, wir hätten den vorhin schon geknackt. Wenn wir das so ansehen, kommt mir glatt Binärcode in den Sinn. Würde bei Futabas Geschichte als Hackerin Sinn ergeben. Lass uns nachsehen, was sich geändert hat. Da, seht mal. Ja, wartet, etwas hat sich im Raum verändert. Okay. Ein Code auf der Tafel. Okay. Das heißt, wir hätten gar nicht weiter können, sogar. Ich wollte eigentlich hier nur zurück, weil halt die Tür hier aufgeschlossen ist, oder? Die war immer noch verschlossen, aber jetzt dann nicht. Hey, jetzt wird's da. Fick dich.
Okay, warte mal. B10011. Ich werde das kurz mal aufschreiben. Kann man das nicht merken. So. Hier ist blau. Blau ist, dass hier bleibt. Aber die nächsten zwei bleiben nicht. Und der Rest bleibt auch. Das ist eigentlich sogar, das wäre eigentlich sogar ziemlich einfach gewesen. Und hier bei Rot. Ach, das fängt von hier an. Naja, okay, warte mal. Das heißt, man muss es rückwärts lesen. Das heißt, das hier muss weg. Die zwei bleiben und die restlichen zwei kommen weg. Ja. Und jetzt geht's ja auf. Die Tür ist offen. Was wohl dahinter liegt? Ich schätze, wir fahren jetzt gleich. Was ist eigentlich mit dem ganzen Zeug hier? Stellt das wirklich für Tabas mentalen Zustand dar? Ich werde es sagen, aber das könnte heißen, dass sie kein so leichtes Ziel ist, wie wir anfangs dachten. Jedenfalls habe ich die Tür aufbekommen. Sehen wir nach, was als nächstes kommt. Ich glaube, das führt auch zu einer Sackgasse tatsächlich. Also können wir da als erstes lang. Sollten wir auch. Hier sind noch Gegner. Das ist natürlich sehr tolles. Bin ich jetzt schon drauf. Das sieht nicht gut aus, da laufe ich nicht lang. Oh, Makoto. Oh oh. Warum ist Makoto fast tot? Ich heile dich, Moment. Wir heilen mit Joker gleich. Wir gehen alle am besten einfach. Ja, ist natürlich jetzt klar, ne? Der ist der einzige, wo hier Wind hat. Aber jetzt hat Heilen ist wichtiger. Ah, wir können nochmal. Okay, dann hier. Wind. Oh, noch. Und du bist tot. Du bist ein leichter Gegner, ich meine. Okay. Ah, okay, da ist hier einen Willen zu haben wieder. Und das hier ist ein harter Gegner. Oh. Ach, Segen, das haben wir jetzt nicht mehr. Aber warte mal, wenn wir den hier. Na gut, alles sind weg. Nein, hör auf, so hart zu blicken. Na. Warum? Warum attackierst du dann vor allem sie? Ready on your mark. Wieso war es klar? Wieso war es klar? Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Was soll das denn? Hallo? Warum darfst du nochmal angreifen? Schade, behindert. Two more! Very nice!
Nein, warum da? Wie unnötig. Weißt du, wir könnten die jetzt einfach so leicht töten, aber nein, wir dürfen nochmal angreifen, was total unnötig ist. Guck, und genau. Oh. Nein, die Gegner dürfen nochmal angreifen. So doof. Okay. Battle's over. Okay, let's get going. Treasure chest spotted. Must be something good in it. Ich hatte schon Angst geöffnet. Oh. Morgana, heißt du. Zwei von drei haben wir. That's the second wheel seat. Joker truly lives up to his reputation. Danke. Jetzt können wir unsere Reise fortsetzen. Sorry, aber sowas muss halt auch sein, ne? Jetzt geht der schon wieder los. Hä? Wie kann das denn bitte sein? Ich bin doch nach vorne. Guck, wenn ich hier gucke, dann war vorher auch die Tür offen. Voll weird. Deswegen dachte ich halt, die Tür wäre offen. Aber ist ja gar nicht schlecht, dass ich das gemacht habe, sonst würde ich, glaube ich, alles verpasst. Treppen. Focus. Oh. Gut. Wieder sowas. This is the same mechanism as the one we saw before. Then we just gotta touch it and make something happen, yeah? Come on, let's try it out. Came on. Huh, this one's kind of hard to tell though. Nah. It must be scrambled as well. Let's use the controls to put it back together. Obwohl, doch, das könnte doch vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube, das hier kommt ganz nach hinten. Die Beine sollen, das ist natürlich eine gute Frage. Ach, man kann auch noch rotieren. Jetzt verstehe ich. It seems the picture is complete. Jumping in front of a car? Ja, hat man ja gesagt. Could this be the moment when Futaba's mother committed suicide? Hm? Another voice. Futaba! She died right in front of Futaba's eyes. That's horrible. So, did her desire to forget those memories cause her to repress them? I have something. He took me a night. Oh man. Und nicht noch eine Tür. Hat sie jetzt offenbar noch einen Klacks. Wie viele Türen sind das denn noch? Schon echt tief drinnen, oder? Die Hälfte haben wir bestimmt schon geschafft. Jetzt schaut es ganz sicher in der Nähe. Macht euch auf was gefasst. Ja, super. Immer wieder weiter. I should write something. Ja, das ist bisher der Palast, den ich am wenigsten mag. Wenn man hier die ganze Zeit Türen aufmachen muss. Ganze Zeit. Oder ist es sogar die letzte? Ne, hier ist nochmal ein Speicherraum, hätte ich theoretisch.
Ja, das war unnötig, da drin zu speichern. Ja, man muss. Aber warte, das ist die letzte Tür. Ja, Ende, sehr gut. Okay, das ist der letzte Raum. Warte, echt schon das Ende? Aber es geht doch bestimmt danach noch weiter, oder? Das ist, glaube ich, nur der Anfang von dem Palast. Das war echt ziemlich krass, ist, aber ja, ist nun mal so. So, okay. Welch wundervolle Form. Es ist ein besonderes Privileg, solche herausragende Skulpturen zu sehen. Ja, so ein Zeug würdest du bestimmt nicht sehen können, wenn wir nicht in einem Palast wären. Ganz im Ernst, das fühlt sich fast wie eine Reise ins Ausland an. Werde nicht unvorsichtig, ich spüre da eine riesige Anzahl von Schatten vor uns. Ich sehe es schon, da ist einer. Ich dachte gerade, die hier wären Schatten. Eine viele Anzahl von Schatten, da ist nur eine. Aber wahrscheinlich in der Tür. Was machen wir gegen dich? Schatten wir noch nicht, oder? Ach doch, die hat mir schon mal die Säule mit ihren Segen. Ja, ich weiß, Morgana. Okay, gut, werden wir hier wieder Morgana benutzen, um sie wieder zu heilen. Am besten sogar ganz voll. Dann gehen wir weiter. Holy shit. Das ist ja ein riesiger Bereich. Leckt mich am Arsch. Ah, und hier müssen wir was machen. Ach, da kommt man gar nicht runter. Okay, gut. Ja, ich habe gesagt, dass es gut ist, weil weniger Bereiche, die wir auschecken müssen. Und dann ist der Wow-Wow. Da ist Wow-Wow. Tatsächlich. Da drin ist auch ein Gegner. Warum? Ist doch nur ein Angriff. Ja. Ja, das ist mal fair. Ja, alles klar. Alter, was? Zum Fick, Alter, stirb, du dumme Fatze. Jesus Christ. Was, wie viel Schaden will die denn machen? Alter, wie viel Schaden macht die denn? Unfassbar, ich glaube, ich spinne. Okay. Das ist mal fair. Ich greife von einmal an und schon da macht die da zwei Runden wieder. Was soll denn die Scheiße? Leute, es ist doch ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ah, hier ist ein Knopf, ich habe Angst, ihn zu drücken. Kann keine Fallen zu sein. Was bewegt. Das ist wohl wahr. Er hat sich ziemlich nah angefühlt. Warum kannst du jetzt gerade, Scheißhund? Oh nö, was ist das denn für eine Versammlung?
This is my other self! Goemon, strike! You're defeating two foes! Don't stop now! Daxini! Ravage that! Look at how angry he is! Hit him with some psychokinesis! Ach so. Okay, egal. Werden sowieso nicht machen können mit ihm. Sei ruhig. Was, das hier schon? Ich glaube jetzt eher weniger, wir können trotzdem mal nachchecken. Das wäre auch ein bisschen einfach gewesen. Wir müssen da auf jeden Fall hoch. Na gut, Leute, ich sage mal im nächsten Part weiter bei Persona 5 und ciao.